Motor war deutlich höher verdichtet wie gängige Dieselmotoren heute auf der Straße. So 18 waren gut. Also. Was für Zündwinkel fährt man da noch? An der Klopfgrenze. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind weiterhin bei der Firma HWA. Wir haben den Dietmar gefunden. Hallo. Dietmar ist hier der Zuständige, der Oberste für Powertrain heißt Motoren. Powertrain heißt Motor und Getriebe. Alles, was Antriebsschrank ist. So, wir standen vorhin da vorne an dem Vierzylindermotor. Dort wurde uns gesagt, dass der Kraftstoff restriktiert ist, sonst wäre er noch viel, viel stärker. Ja, ist richtig. Es gibt verschiedene Arten, wie die Motoren restriktiert wurden. Wir stehen hier im Formel-3-Motor, den wir für Mercedes-Benz damals entwickelt haben. Der Motor wurde restriktiert durch sogenannten Air-Restriktor. Da wurde die Luftmasse reduziert. Ansonsten hätte der Motor auch mehr wie 240 PS gehabt. Mhm. Aber das ist ein Motor, das ist jetzt komplett hier bei uns konstruiert, entwickelt und auch gebaut und eingesetzt worden im Auftrag von Mercedes-Benz. Da haben wir darauf Wert gelegt, dass er möglichst kompakt war und das Mindestgewicht gerade so gehalten hat und auch den vorgegebenen Schwerpunkt genau in der Position, wo er haben musste, erzielt hat. Allererste und wichtigste Frage, wie lange bist du schon bei HWA? Ich habe angefangen 1988 mit AMG und wir haben dann die Firma hier 1998 ins Leben gerufen. Also vom ersten Tag an bist du hier? Jo. Haben wir gleich den längsten Mitarbeiter auch noch gefunden in der Videoreihe. Den ältesten, ja. Ach krass, okay. Ja, dann, ja, ich sage, wir müssen erstmal, da steckt ganz viel Wissen in den Kopf drin, das müssen wir jetzt hier noch rausziehen für euch so ein bisschen. Okay, vom ersten Tag, das heißt, du hast ja jeden Motor mitgemacht eigentlich. Was ist dein Lieblingsmotor? Also was hat am meisten Spaß gemacht so über die Zeit? Das ist schwierig zu sagen, aber ich sage mal, der Formel-3-Motor für Mercedes war eine Herausforderung. Mhm. Genauso die 8-Zylinder über 20 Jahre für Mercedes immer wieder weiterzuentwickeln und Siege einzufahren. Aber genauso der V12, den wir uns gemacht haben für Pagani. Jeder Motor hat was Spezielles und wenn es dann im Endeffekt mit Erfolg gekrönt ist, dann macht es uns Spaß. Also ist egal, ob Sauger oder Turbo, hat beide Spaß gemacht? Beide schon, ja. Was ist die größte Herausforderung bei sowas immer? Eher die Leistung rauszukriegen oder die Standfestigkeit? Beides. Beides, also die Kombination. Obwohl, wenn der Motor nur hält und zu schwach ist, dann fährst du halt mit dir als erste über die Ziellinie. Dann fährst du auch nicht lange. Und wenn er der schnellste ist, aber nicht der standfesteste, dann kommst du halt ins Ziel. Mhm. Also und brauchst beides. Hier haben wir jetzt einen alten, also eigentlich ein Projekt, was es so schon gar nicht mehr gibt. Das internationale, oder die Formel 3 wurde so eingestellt. Es gibt jetzt die neue FIA Formel 2 und Formel 3, aber die letzten. Als die Formel 3 angefangen hat, waren es noch homologierte Motoren. Da musste das Kurbelgehäuse in der Kopf homologiert sein. Die letzten drei Jahre durfte es dann nach einem Reglement gebaut werden. Und diese Form von dem Vierzylinder mit Air-Restriktor wurde die letzten. Die Firma Spies hat schon vor 30 Jahren die Motoren angefangen. Jetzt sagt man noch was, ja. Und wir haben für Mercedes-Benz 2001 den ersten Motor auf der Strecke gehabt und haben dann bis 2018 die gebaut. Wenn du sagst Block und Kopf homologisiert, heißt das, dass das aus irgendeinem Serienauto rauskommt? Die waren früher aus dem Serienauto raus. Der Motor hat geheißen M271, da wurde daraus gebaut. Und erst als das Reglement sich geändert hat, wurden die letzten drei Jahre nach einem beschriebenen, definierten Reglement ähnliche Motoren gebaut, wo Block und Kopf selber konstruiert werden durften. Was wir ganz häufig heute schon gesehen haben, ist, dass wirklich Ventildeckel gleichzeitig im Motorhalter ist. Dass ja, der gleich damit festgeschraubt wird. Der Motor wird hier ans Motorcock angeschraubt und ist mittragend, wie beim F1. Krass. Vor allem, wie filigran das alles so gebaut ist, ne? Alles nochmal durchlöchert. Was wiegt so ein Motor, so wie er ist? 83 Kilo laut Reglement. Auch Vorgabe? Gibt es einen Speck, was gewogen wird und der musste 83 Kilo bringen. Und wie war das so mit Bohrung und Hub und Hubraum? Wahrscheinlich auch alles vorgegeben, oder konnte es man... Es gab ein Reglement, wo es dich drin aufhalten musste. Und dann hat man den Motor einfach simuliert, hat ihn berechnet, hat vorausgerechnet, was gibt der beste Brennraum von der Verbrennung her und hat dann versucht, das Bestmögliche zu bauen. Hier siehst du zum Beispiel diese Magenschrauben. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ich gucke da schon drauf. Es ist eigentlich ganz einfach, um zwischen den Zylindern eine Kühlung hinzukriegen und das so zu machen, dass es nicht mit Gusslunker vielleicht zu Ausfällen führt, haben wir es einfach zugegossen und dann mit der Maschine durchbearbeitet. Wir haben innen und außen mit Magenschrauben verschlossen. Mhm. Somit haben wir zwischen den Zylindern eine definierte Kühlung. Mhm. Und deswegen sieht man von außen die Magenschrauben. Ah, das heißt eigentlich vollgegossen, dann durchgebohrt, dass Wasser wieder durchfließen kann. Richtig. Dann hast du keine Lungenprobleme. Mhm. Wie wichtig ist generell so Temperatur bei so einem Rennmotor, der ja eigentlich dauerhaft, weiß nicht, wie viel Drehzahl hat so ein Ding gemacht? 12.000, 14.000? Nein, der war nur ein Formel 3. Der war, sagen wir mal, die Effizienz ist große.
Nonplusultra, der hat nur 28 mm Lufteinlass gehabt und hat aber trotzdem einen Wirkungsgrad von über 40% gebracht. Mhm. Die Kühlung war ein großes Thema, weil der Motor extrem hoch verdichtet war. Mhm. Der Motor war deutlich höher verdichtet wie gängige Dieselmotoren heute auf der Straße. Boah. Mhm. Krass. Okay. Und das auch mit nur dem normalen Kraftstoff, den man bekommen hat? Dem ganz normalen Kraftstoff. Also war jetzt kein Rennsprit, den man damals gefahren ist, sondern einfach ganz normal. Das heißt, wir reden dann da von einer 18er Verdichtung, 16, 20 oder noch höher? Oder darf man das nicht sagen? Doch, kann man heute schon sagen. Es war unterschiedlich von der Restriktordurchmesser, aber so 18 waren gute Werte. Boah. Was für Zündwinkel fährt man da noch so mit 18? An der Klopfgrenze. Gute Antwort. Ich hätte jetzt gedacht davor. Aber eine Klopfregelung war schon erlaubt. Ja. Die habt ihr aber selber appliziert hier. Machen wir nur selber. Das ist ein Bosch-System mit Körperschallsensoren. Das wird mit Quarze wird's oben appliziert, angeglichen. Und im Fahrzeug fährt man nur mit Körperschallsensoren. Das heißt, statt der Zündkerze kommt da eine Kerze rein, die den Druck aufnimmt? Das ist eine Messkerze, ja. Und die erkennt das. Das heißt, man muss nicht unbedingt so einen Motor zerstören und weiß, jetzt hat er geklopft, sondern ihr seht das schon vorher, wann er anfängt zu klopfen. Du siehst den Verlauf, wie er brennt und siehst auch genau, wie viel Drucküberhöhung du bekommst. Und dann musst du schauen, was der Motor an Drucküberhöhung aushält über die Laufzeit. Und so ermittelst du, wie dicht du am Klopfen fahren kannst. Das ist ja immer so, die Grundfrage ist ja immer eher weniger Verdichtung und viel Zündung oder viel Verdichtung und wenig Zündung. Da kann man schon sagen, viel Verdichtung und dafür weniger Zündung ist effizienter. Beim R-Restriktormotor, ja. Weil der R-Restriktormotor heißt, alle Luft, die vorne zum Restriktor reingeht, sollte auch nicht zum Auspuff unverbrannt raus, sondern du musst möglichst viel von der Luft, die reingeht, verbrennen. Mhm, verstehe. Und da du im Luftmangel fährst, ist dann deine Verdichtung weniger wie beim Freisaugermotor. Also musst du von Anfang an ein bisschen drüber vorhalten, aber ohne einen guten Brennraum und ohne vernünftig ausgelegten Entsaug- und Abgastrakt kannst du diese hohe Verdichtung nicht fahren. Das ist auch logischerweise ein Fehlventiler. Ja. Und hier waren 30 mm Restriktor? Ist ja gar nichts, ne? 28 mm. 28 sogar noch. Weiß man, was da an Unterdruck dann dahinter so los ist in der Ansaugung? Viel. Ja, so bis zu 3 Zehntel. Ja, ist ja schon. Ja, ist viel, ne? Also wenn die Airbox nicht stabil genug ausgelegt ist, dann platziert die. Die geht zusammen. Das heißt, das Ding würde auch ohne den Restriktor sofort 100 PS haben auf jeden Fall? Ne? Wir haben den auch ohne Restriktor gefahren und da... Also die Auslegung von diesem Ansaugsystem, Nockenwellensystem mit Abgas, ist für diesen Restriktormotor ausgelegt. Wenn du jetzt nur die Restriktion wegnimmst, dann hat er halt so 70, 80 PS mehr, aber nicht weiter. Dann müsste man wieder den Motor dafür auslegen, für höhere Drehzahlen, dann kann man auch aus dem Motor mehr Leistung haben. Und das ist ein Alu-Block? Alu, und ja. Da sind dann Stahleinsätze drin oder ist die Laufbahn beschichtet? Oder wie ist beschichtet. Das? Beschichtet. Direkt beschichtet. Ist das dann irgendwie so eine Nikasil-Beschichtung? Nikasil. Macht ihr das hier hausintern? Ey? Weil da gibt es ja noch ganz wenige Firmen, die das irgendwie... Ja, hier um die Ecke bei der Firma Mahle. Die mal anbieten sowas an? Die sind Profis da drin, ja. Und dieser Motor wird offiziell aktuell in der Rennserie aber nicht mehr gefahren? Der wird noch gefahren in der spanischen Formel-3-Meisterschaft. Das heißt, die können dann hier bei euch anrufen und sagen, ich brauche Kolben, Pleuel, Einzelteile oder kriegen die immer nur einen ganzen Motor? Die kriegen einen ganzen Motor, haben den gekauft und wir warten den auf der Strecke und machen die Revision hier vor. Das heißt, ist ein Motor, der nicht eine Saison durchfährt, der muss schon ein bisschen revidiert werden? Der kann 10.000 Kilometer fahren. Ah doch, 10.000 Kilometer. Das ist daily, wo wir jeden Tag fahren. Auf der Straße. Darf man fragen, was so ein Motor kostet? Nur rein Interesse? Also? Ja, also dir wird es jetzt ja nicht für 20.000 Euro geben. Ne? Ich behaupte mal, wird es wahrscheinlich auch nicht für 80.000 Euro geben, sondern, weiß ich nicht, 150, 200 Euro? Nee, ist unter 100.000 Euro. Ist unter 100.000 Euro. Ja, weil manche Leute haben bei Motorsport immer Zahlen im Kopf, die noch viel, viel krasser sind. Gut, Formel 3 war ja Nachwuchsfähre. Da wurde der Motor ja dafür entwickelt. Auch die hohe Laufleistung von 10.000 Kilometer. Also wenn man es umrechnet auf die gefahrenen Rennkilometer, ist so ein Motor, der unter 100.000 Euro komplett einsetzbar ist, noch vergleichbar. Mhm. Ist natürlich nicht mit einem GT4 oder einem anderen Motor vergleichbar, der aus der Serie abstammt, weil hier sind ja alle Teile speziell in einer kleinen Stückzahl gefertigt worden. Mhm. Und wie man sieht, ziemlich dünnwandig, das Ganze im Gewicht aus dem Vollen gefräst. Also ich sag mal, das Reglement wurde da schon genau gelesen. Ja, 83 Kilo, ne? Ja. Da kann man nicht viel unnötiges Zeug dran bauen. Trockensumpf haben die alle immer. Ja. Also egal welcher Motor von euch immer also Trockensumpf. Ein Rennmotor bei uns, wenn er für Rennen eingesetzt wird, wird mit Trockensumpf ausgeführt. Ja. So Ölpumpen sind dann auch Eigenkonstruktion von euch? Ja.
Weil mir ist nämlich schon aufgefallen, dass sie alle relativ ähnlich aussehen an allen Motoren dran. Ja, genau. Was baut ihr hier sonst noch so an Motoren? Alle. Also hier in dem Raum Räumlichkeiten. Wir können nicht alle zeigen leider, weil manche davon sind noch ein bisschen geheimer. Wir bauen vom Vierzylinder über Sechszylinder, Achtzylinder, Zwölfzylinder, was wir gerade nicht bauen, sind Zehnzylinder. Kann jeder Mitarbeiter hier jeden Motor oder ist es so, dass jeder Mitarbeiter einen Motor hat? Wir haben geschultes Personal. Bestimmte Monteure bauen immer den gleichen Motor. Mhm. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die können einen Saugmotor, einen Achtzylinder oder einen Turbomotor. Mhm. Die sind aber dann drauf geschult. Mhm. Zu dem Turbomotor habe ich noch ein, zwei Fragen, die kann ich jetzt gerade stellen. Das ist zwar ein anderes Video, aber da hieß es, die werden so ultra krass mager gefahren. Lambda-Wert technisch. Wie mager ist das? Also, ja, gut, es kommt aufs Reglement, aber in der DTM damals, als wir die Vierzylinder gefahren sind, wir sind ja mal Aston Martin, mhm, und das Fahrzeug mal gemacht, da sind wir Lambda-Werte gefahren, die deutlich über 1,15 waren. Über 1,15? Schon fast Schubabschaltung. Krass, und das dauerhaft aber? Ja. Da kühlst du mit der Luft. Mhm. Mit der Mehrluft, was du reinbläst, kühlst du das Achter. Weil da sonst 1200, 1300 Grad wahrscheinlich sofort. Weil sonst nicht geht, ja. Ja, und sonst kaputt. Krass. Das heißt, das war dann aber auch eine Herausforderung, wieder neue Materialien zu finden, so ein bisschen für Ventile, Sitze, ja, Führung. Du gehst an das dran, wo du, sagen wir, zur Zeit auf der Welt überhaupt machbar ist. Also, mhm, wenn du über 1000 Grad standhaft Abgastemperatur fahren willst, dann brauchst du schon sehr spezielle Materialien. Ja. Mhm. Und das kommt auch alles hier? Da haben wir Zulieferer, mit denen wir zusammenarbeiten, die solche Sachen, die sich spezialisiert haben, um solche Bauteile herzustellen. Und wie sieht für sowas dann Entwicklung aus? Weil das ist ja auch eine Entwicklung, die ist halt leider, wenn es nicht geht, ist es halt kaputt. So. Das ist ja gut, es gibt Vorgaben von den Herstellern, was ihre Bauteile abkönnen. Und an die Grenzen musst du dich halt halten. Ah, aber du fährst Abgastemperaturen größer 1000 Grad. Krass. Und Ladedruckmäßig? Wenn du sagst, mit Luft kühlen? Ja, das was also auch geht. 2 Bar plus so in dem Dreh. Ja, eher ein bisschen mehr. Ja. Geil. Die alten Formel 1 Zeiten. Herr Dietmar erzählt das alles immer so ganz entspannt, als wenn das so vollkommen normal ist. Ich meine, hier ist es ja auch normal, aber für jeden anderen Externen, der freut sich, wenn er 300-400 PS aus dem Vierzylinder rausholt und da zweimal mit dem Block fährt. Ne? Ist ja einfach so. Ne? Ohne Restriktor. Ohne Restriktor. Ohne alles halt. Ne? Ja, genau. Einfach Sprit rein und gib ihm. Ja gut, ich sag mal, der Vierzylinder, wo wir gebaut haben für Aston Martin, der war schon, sagen wir mal, auf dem Level von BMW und Audi, mhm, gegen die wir gefahren sind. Und im Qualifying waren es da deutlich größer 600 PS. Mit 100 Kilo Kraftstoff pro Stunde, mhm, und das war die Herausforderung, da war die Kraftstoffmenge limitiert. Der Turbolader war ein Einheitsturbolader und du musstest halt mit diesem Kraftstoff, der dir zur Verfügung steht, die meiste Leistung rauskriegen. Mhm. Cool. Und das war eigentlich die Herausforderung und da musstest du eigentlich so mager fahren, mhm, sonst ging es nicht. Gab es auch mal Zeiten, wo man alles ganz egal war, wo er machen konnte, was er wollte? Nee, in den Serien war es immer so, irgendeine Limitierung gab es schon immer. Ja, ich sag mal, den Motor, den wir vorhin mal angeschaut haben, den Sechszylinder, den Luftwellenmotor von der ITC, der war damals relativ frei. Mhm. Hat man dann aber auch Riegel vorgeschoben, weil die Kosten einfach explodiert sind. Mhm. Angenommen, ich bestelle jetzt so einen Motor, der kommt dann eingefahren, Öl drauf, einbauen, los geht's. Also jeder Motor, der bei uns hier aus der Werkstatt rausgeht, geht auf die Prüfstände, wird dort eingefahren, bekommt ein Mechaniker einen Check, kriegt eine Volllastkurve, eine Volllastabnahme, kommt dann wieder zurück, kriegt einen sogenannten Ausgangscheck, wird dann in das passende Verpackungstool verpackt, mhm, und geht dann auf die Reise. Ja. Darf man verraten, wie ihr Motoren einfahrt? Weil dazu jeder Motorenbauer hat so seine eigene. Ja, wir fahren eigentlich ein statisches Einlaufprogramm als erstes, dann ein sogenanntes Wechsellastprogramm, mhm, dann machen wir die mechanischen Checks und dann gibt es Vorlaschkurven. Aber das heißt, wir reden jetzt so von einer Stunde fahren oder von 10 Stunden fahren? Oder? Es ist je nach Motor. Der Motor hat circa eine Stunde auf dem Prüfstand. Das haben wir dann so ein V12, wo dann in Kundenhand geht. Ich schaue bitte die mechanischen Checks dauern länger. Da reden wir schon von so 2-3 Stunden, bis der auf dem Prüfstand runterkommt. Und dann normales Öl gleich drauf oder erstmal Einfahröl, irgendwas anderes? Ne, wir fahren die Motoren eigentlich mit Standardöl ein. Und je nachdem, was bei den Motoren freigegeben ist, werden sie bei den einzelnen Teams schon auch mit speziellen Rennölen gefahren. Okay. Also schon beim Einfahren erstmal ein anderes Öl drin? Beim Einfahren ist ein ganz normales Standardöl drin. Stimmt da diese Theorie, dass man dort lieber ein schlechteres Öl nimmt, was halt mehr Reibung hat, als gleich direkt ein Rennöl? Oder würdest du sagen, das kann schon ein gutes Öl sein, was halt gleich am Anfang drin ist? Das macht eigentlich keinen großen Unterschied, weil die Motoren mit den Materialien, die wir sie heute aufbauen, die haben eigentlich nichts, was einläuft. Mhm. Es sind stahlnitrierte Ringe drin, die gegen Nickerchen laufen.
bis da mal was trägt und eingefahren ist, müsste ein paar tausend Kilometer fahren. Ist schon zu spät, ne? Er muss schon gewonnen haben. Er wird schon wieder zerlegt. Ja, geil, okay, cool. Wie viele Motoren baut ihr hier so ungefähr im Jahr, kann man das sagen? Also alles zusammen? Das ist unterschiedlich, aber es gab eine Zeit, da haben wir die ganzen Formel-3-Motoren vom Feld gebaut. Da hatten wir 100 Formel-3-Motoren, die wir in einem Jahr gehandelt haben. Das sind ja schon... Das war das Maximum, sage ich mal. Sind schon ein paar Motoren, die hier durchgehen. Ja. Oder zu Zeiten von der ITC haben wir so zwischen 14 und 15 Motoren an der Strecke dabei gehabt. Für alle Teams. Also ihr habt ja auch Service vor Ort gemacht dann? Also wir haben die Teams beliefert und haben auch die Teams an der Strecke unterstützt. Und dann, sagen wir, wenn es Probleme gab, auch Ersatzmotoren dabei gehabt. Gab es da reglementmäßig, dass du immer eine Motornummer haben musst? Oder konntest du wirklich frei raus? Es gab ein Kontingent von Motoren. Und die durfte Schalte überschreiten. So eine richtige Motorenbearbeitung, Bohren, Hohen, Plan und so weiter, alles macht ihr auch hier oder extern? Kommt direkt viel fern. Hier, aber im Keller unten, wo wir, wenn wir mal auch die Waschmaschine und die Arbeitsmaschine haben. Wir haben auch die mechanische Fertigung im Haus gehabt. Aber wir lassen mittlerweile auch sehr viel bei Zulieferern bearbeiten, die einfach schon lange Jahre mit uns zusammenarbeiten. Witzig ist, wenn man denkt, man ist schon im Keller, kommt immer noch mal im Keller und dann noch mal im Keller und noch mal im Keller. Das kommt an jeder Ecke, kommt noch mal ein neuer Raum raus und deswegen wird es ein bisschen länger hier. Ja, cool. So. Das ist jetzt ein Trockensumpf für das Serienkurbelgehäuse. Das ist ja ein Rennkurbelgehäuse, das extra so konstruiert wurde. Im Serienkurbelgehäuse hast du ja das Problem. Das Kurbelgehäuse vom alten M271 Motor. Mhm. Das war ein Nasssumpf, da waren nur Hauptlagerböcke drin. Wenn du einen Trockensumpf machst, möchtest du ja einzelne Kammern haben. Mhm. Wie dichtest du ein serienmäßiges Gehäuse mit einem Trockensumpf an? An neue Wand. Eigentlich schwierig, oder? Jetzt haben wir gesagt, wir bearbeiten hier, machen hier eine Kontrollbearbeitung. Okay, das heißt, das ist nachträglich jetzt eine neue Kontur hier reingesetzt? Hier sitzt nur nochmal die Graugussbrücke drauf. Mhm. Dann wird hier Kontrollbearbeitung gemacht und der Rest kommt dann in die Ölwanne. Und warum möchte man bei der Trockensumpf einzelne Kammern haben, um die einzeln abzusaugen? Oder? Um die einzeln abzusaugen und um von der Pulsation weniger Pulsationsverluste zu haben. Ach krass. Okay, das dann heißt, hast du hergemacht, hast dann diese Teile tauchen dann oben ein. Dann hast du hier das Ganze aerodynamisch ausgeführt und der Motor hat innenliegende Pumpen. Ah, das heißt nicht so, wie man da jetzt sieht, wie sie außen dran sind. Da hat es angeboten, weil wir den Platz füllen mussten. Das waren Pumpen, die waren nicht so wie der Motor, sondern die Pumpen, die hier montiert waren, sahen aus wie diese Seite. Mhm, also hast du hier reingeschraubt und hast solche Halfpipes hier gehabt. Ja, aber richtig geil. So, jetzt hast du eigentlich hier die Absaugung gemacht, hast wenig Volumen, wo sich Öl sammeln konnte. Du hast genau hier gezielt abgesaugt und hast einzelne Kammern gehabt. Das heißt, das ist dann ein komplettes Gussteil von euch auch? Das war ein Gussteil von uns bearbeitet. Mit hier Einsätze reingeschraubt. Aber was halt immer wieder krass ist, wie wenig das Ganze nach unten aufbaut. Ne? Also gefühlt ist ja wirklich weniger. Direkt der Boden. Aber so Sachen sind halt so, macht Spaß. Bei so einem hochdrehenden Saugmotor, was würdest du sagen, Trockensumpf, wie viel mehr Leistung? Du machst einen Trockensumpf eigentlich hauptsächlich wegen der Einbaulage von Motor und Fahrzeug. Mhm. Und du kriegst sonst, sagen wir beim Formel 3, der Motor oder auch der, die haben, sagen wir, Spitzenfliehkräfte von über 3,5 G. Und wenn man Nasssumpf das abzusaugen und das Öl konstant zu halten, fast nicht möglich. Okay, also ist diesen Unterdruck, den man in den Motor reinzieht, gar nicht so entscheidend, sondern wirklich einfach nur die Konstanz für den Öldruck hinzukriegen, dass das Öl erstmal halt da ist. Dass du konstanten Öldruck hast und dass du möglichst den Motor tief im Fahrzeug einbauen kannst wegen Fahrzeugperformance. Das heißt, jetzt einmal Prüfstand rüber. Auf geht's. Das heißt, das sind jetzt hier eure hausinternen Motorenprüfstände, muss man hier mal dazu sagen. Richtig, wir haben 4 Motorenprüfstände, davon einen volltransienten Prüfstand und alle Motoren, die bei uns im Motorenbau aufgebaut werden, gehen hier auf einen der Prüfstände. Ah, das ist aber so dieses typische Geräusch, was man so von der Nordschleife immer kennt, wenn die V8er so runterbollern. Ne? Bom, bom, bom. Aktueller GT3-Motor, Saugmotor, 6,2 Liter mit Fahrzeugabgasanlage. Der war zur Revision da und bekommt jetzt einen Check und geht dann wieder rüber, das, was wir vorhin besprochen haben. Wie viel AMG ist in so einem Motor noch drin? Oder ist der auch schon komplett von euch aufgebaut? Nein, das ist aufgebaut auf dem Serienmotor. Okay. Das schreibt das Reglement so vor und von den Kosten her ist das auch deutlich effizienter, weil so ein Motor kann über 20.000 Kilometer Laufleistung und ist sehr zuverlässig und für die Kunden auch, da es ja eh ein BOP-Reglement ist, das heißt, Balance of Performance,
das Fahrzeug wird gebockt. Somit ist dieser Motor, sagen wir, für den GT3-Sport. Ich glaube, die GT3-Fahrzeuge von AMG haben eigentlich schon jedes bedeutende Langstreckenrennen gewonnen, weil sie extrem zuverlässig sind. Der Motor ist hinter der Vorderachse eingebaut. Klingt am geilsten, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Sind sehr zuverlässig, einfach zu fahren und ja, von der Effizienz ziemlich gut. Doch, ich finde, wenn man an einer Rennstrecke steht, man hört den Sound immer einfach sofort raus. Der ist einzigartig. Ich finde schon. Gerade so in diesem Teillastbereich, finde ich, hört man das sofort. Okay, das heißt zur Serie anders ist eigentlich nur Abgasanlage, logischerweise? Ja, der Motor ist überall in Detaillösungen überarbeitet, also Luftwellen. Ah, doch schon, okay. Das, was das Reglement vorgibt, der ist von der Verdichtung her angepasst ans Reglement. Das heißt hoch oder runter? Er hat Reflektoren. Okay. Also das heißt, hoch. Ja. Jetzt seht ihr nämlich hier auch mal diesen krassen Reflektor, ne? Also dieses Teil ist vorgegeben, dass dieser fette Bollermann mit 4 Zylindern durch das kleine Loch da durchsaugt, ne? So richtig Bock wird er ja nicht drauf haben. Das heißt, die kriegen auch alle von euch ein eigenes Mapping, logischerweise. Ja, logisch. Brauchen sie auch, ne? Und das kriegt dann aber jeder, der so einen Motor hat, immer gleich. Da gibt es jetzt nicht irgendwie individuell der eine so oder andere so, sondern... Nee, die Motoren sind, sagen wir, durch das, dass sie, wie sie gebaut sind, es ist in den Motoren ja alles maschinell gearbeitet. Die ganzen Toleranzen sind ziemlich eng. Verdichtung ist ausgelittert. Kolbenüberstände, das ist alles, sagen wir, auch vom Reglement, von der Homologation in enge Grenzen gesetzt. Mhm. Und von dem her kann man wirklich sagen, wenn du 10 Motoren hier fährst, ist die Toleranz mega eng. Mega eng. Hier, einen muss ich euch noch zeigen hier. Der ist ein bisschen unsympathisch hier. War nochmal eine Drosselklappe über. Aber was wird hier auf dem Prüfstand gemacht? Einfahren, dann natürlich Volllasteimer, gucken, dass Leistung da ist. Eingefahren, gibt es ein Wechsellastprogramm und dann gibt es Volllaschkurven. Also das ganze Prüfstand läuft automatisiert ab. Der Mechaniker startet das Programm draußen. Das Einlaufprogramm und das Wechsellastprogramm geht nach dem Programm. Mhm. Also immer genau gleich. Mhm. Und wenn die Volllaschkurven gestartet werden, die laufen auch gleich ab. Du fährst einen bestimmten Lastpunkt dann. Bestimmt, also Volllast, einen bestimmten Drehzahlpunkt, der wird eine bestimmte Zeit gehalten, gibt es eine Messzeit und auch die Auswertung kommt hinterher und somit haben wir von jedem Motor eine komplette Dokumentation und wenn der Kunde es wünscht, wenn er sagt, ich habe das Gefühl, mein Motor hat eine genügend Leistung, kann er ihn herbringen, wir setzen ihn drauf, vergleichen ihn mit der Ausgangsmessung, sollte was nicht stimmen, wird nachgeschaut, in der Regel passt er. Okay. Hier sieht man es ja gerade nicht viel, wir sind gerade im Umbau, das ist unser Volltransientprüfstand. Hier werden ganze Antriebsstränge gefahren, ob es ein Motor direkt mit Getriebe ist für einen Formelmotor oder ein GT3 oder ein DTM. Auf diesem Prüfstand kann der gesamte Antriebsstrang mit originalen Seitenwellen dynamisch gefahren werden. Das heißt wirklich eigentlich nur Achsschenkel ab, Antriebswelle gegen und fertig. Ja. Komplett Motor, Getriebe. Ist das lang genug, auch wenn Transaxel dann auch komplett? Krass. Also alle Motoren, die wir gehabt haben, ob es GT3, GT4, Formel 3, Aston Martin, was wir halt hier gebaut haben, alles war hier drauf und ist voll dynamisch gefahren. Das heißt, hier kann man dann wirklich alles nachstellen? Wir sind bei der DTM hier die ganze Saison simuliert. Das heißt, wir haben alle 10 Rennen, oder die Anzahl Rennen, die es gegeben hat, hier simuliert. Das heißt, wir haben am ersten Rennen angefangen, freies Training, Boxengassendurchfahrt, Qualifying, Überdrehzahl, heiße Temperatur, kalte Temperatur. Und haben so die ganze Saison hier in 3 Wochen abgebildet, haben dann den Motor zerlegt und haben angeschaut, ob der Motor im Bereich des geplanten Verschleißes gelegen ist. Und wenn dann ein Motor aus dem Batch diese Tortur überstanden hat, sind wir davon ausgegangen, dass die restlichen Mercedes-Fahrzeuge vom Motor her auch diese Saison halten. Das heißt, ihr habt über Jahre so viel Daten von den ganzen Rennstrecken gesammelt, dass ihr jetzt wirklich Rennstreckenprofile anlegen könnt, wie das Auto wirklich beschleunigt, ob es berg hoch, berg runter, welcher Gang, aus welcher Geschwindigkeit. Wir können hier auch, sagen wir, die ganzen Curbs oder gibt es hier ein Pedal, ein Kupplungspedal, wir können hier die Curbs simulieren, wir können die Windverhältnisse. Dass man einmal kurz die Last so unterbricht, so in Richtung. Ja. Und ist das auch klimatisiert hier, also auch temperaturmäßig? Es ist Druck, Feuchte und Temperatur kompensiert. Das heißt, eigentlich braucht er gar keine Rennstrecke mehr. Zumindest nicht für, nur da macht Spaß. Zumindest nicht für den Antriebsstrang, ne? Also zum Entwickeln und zum Applizieren und Federsuche oder überhaupt das Ganze auf den Punkt zu entwickeln, geht es nur mit so einem Prüfstand. Weil ihr habt ja hier auch den Vorteil, dass ihr natürlich auch genauso Getriebe in dem Moment auch entwickeln könnt. Wir haben hier auch eine Getriebeentwicklung gemacht, wir haben auch Ölentwicklung gemacht. Sprich, wir haben Rennöl entwickelt zusammen mit unseren Partnern. Auf diesem Prüfstand ist das möglich. Darf man die dann fahren in dieser Saison? Also in wenn es das Reglement freigibt, ja. In der DTM war es möglich.
Okay. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil es wäre nämlich sonst das nächste Video, wenn wir jetzt noch anfangen, über Öle zu spekulieren. Okay, das heißt aber, der ist für euch fast sogar wichtiger als der andere Prüfstand. Nee, kann man nicht so sagen. Es ist, beides hat seine Berechtigung, weil also ohne erst da, den da hier. Brauchst du hier nur drauf gehen. Und das ist alles Strom von den Bremsen? Das ist das benötigte Kabelwerk, um die Energie bereitzustellen, dass die Radmaschinen brauchen. Krass. Da geht was durch, Alter. Ja. Wird auch gut warm. Weil das wird ja dann schon wahrscheinlich, wobei wenn ihr den Motor natürlich abkühlen lassen wollt, dazwischen müsst ihr logischerweise mal einen Tag warten. Aber klar, wenn der natürlich hier so ein ganzes Parcours durchfährt. Werden die Autos an den Strecken irgendwie vorgeheizt irgendwas? Nee, einfach kalter wir Motor haben, an. Nee, wir haben bestimmte Motorvarianten gehabt, die sind vorgeheizt worden. Ja. Also auch da muss man aufpassen. Haben wir's. Und hier ist, da haben wir jetzt endlich mal einen GT4 Motor. Das ist ein GT4 Motor. Ja. Das ist GT4 Motor, ja. Mit Turbos. Ja, Dietmar, danke für deine Zeit. Haben wir was gelernt. Am allerliebsten würden wir natürlich noch ein paar Motoren zerlegen, aber wie du schon gesagt hast, die Dinger sind da zum Fahren. Das heißt, kaputte Motoren gibt es ja nicht so viele. Ich kann sie anbieten, du kommst vorbei, ich gebe einen Kittel und dann machen wir das. Aha, ja. Also dann muss ich mir aber auch den Motor aussuchen. Also wenn irgendwann mal so einen richtig krassen Motor, also krass sind alle krass die Motoren, aber irgendwas so, wo wirklich so den bei dir oben im Büro stehen hättest, sowas in der Richtung. Also den können wir nicht zerlegen wahrscheinlich, ne? Den darfst du drin nicht. Den nicht, aber irgendwann. Wir sind nicht das letzte Mal, wir kommen euch mal wieder. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Gerne. Danke fürs Zuschauen. War immer noch nicht der letzte Teil, es geht weiter. Keine Ahnung wie, weil ich weiß, es gibt noch ein paar Ebenen, ein paar Etagen, aber ich denke mal, für heute reicht das erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.